Werbung. Als ich meine Hündin Laika aus den Straßen Rumäniens gerettet habe, wusste ich, dass ein besseres Leben auf sie wartet. Aber bald schon entdeckte ich immer mehr kahle Stellen in ihrem Fell und manchmal hat sie sich sogar blutig gebissen. Es war eine ganz schöne Herausforderung, das richtige Futter für meine kleine Allergikerin zu finden. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass die heutige Folge von Pets Daily gesponsert wird. Denn genau dieses Futter gebe ich auch meiner Hündin. Ich bin so dankbar, dass es so ideelles Futter für empfindliche Hunde wie Laika gibt. Pets Daily hat ganz besondere Rezepturen und so kann auch auf individuelle Bedürfnisse eingegangen werden. Mit einem breiten Sortiment an Snacks, Trocken- und Nassfutter sowie Barf bietet Pets Daily für jeden Hund und auch jede Katze das passende Futter. Außerdem wird hochwertiges Fleisch verwendet, genauso wie frisches Obst und Gemüse und alles frei von künstlichen Zusätzen. Mit dem Code CRIMETIME könnt ihr über den Link aus den Shownotes als Neukunden 25% Rabatt bei einem Mindestbestellwert von 40 Euro erhalten und 10% des Erlöses, der über meinen Code generiert wird, geht an ein Tierheim in Berlin. Ja, was soll ich sagen? Laika liebt es und euer Hund wird es sicherlich auch. Und übrigens, das ist jetzt eine ganz persönliche Sache von mir, ich habe es nie bereut, eine Straßenhündin zu adoptieren und ich würde es jederzeit wieder tun. Also falls ihr mal überlegt, einen Hund aus dem Ausland zu retten und dazu Fragen habt, könnt ihr mir sehr gerne auch auf Instagram schreiben. Und jetzt viel Spaß mit Crime Time. Es dämmert bereits an diesem heißen Dezemberabend im australischen Outback, als Paddy Moriarty das Pink Panther verlässt, die einzige Bar in seinem winzigen Heimatdorf. An seiner Seite ist seine Hündin Kelly, die ihn überall hin begleitet. Er hat an diesem Tag 8 Bier in der Bar getrunken, bevor er nach Hause aufbricht, um sein Abendessen zu kochen. So läuft seit Jahren jeder Tag im Leben von Paddy ab und nichts scheint an diesem 16. Dezember 2017 anders zu sein. Aber an diesem Abend wird sich im kleinen Dorf Larimer alles ändern. Einer von ihnen verschwindet. Aus 11 Menschen werden 10 und jeder könnte für das seltsame Rätsel, was von nun an das Dorf überschattet, verantwortlich sein. Das Dorf. Larimer ist eine winzige Ortschaft mitten im australischen Nirgendwo, ca. 430 Kilometer entfernt von der Großstadt Darwin. Während des Zweiten Weltkrieges war Larimer ein wichtiger Stützpunkt der Armee. Doch seitdem haben sich kaum Menschen in dem kleinen Ort angesiedelt. Die jüngste unter ihnen ist Ende 40. Die meisten sind weit über 70 Jahre alt. 2017 beträgt die Anzahl der Menschen, die direkt in Larimer wohnen, gerade einmal 11. Und nur wenige Touristen, die auf der Durchreise sind, machen Halt in der Ortschaft, die nur aus einer Straße und den daran angrenzenden Häusern besteht. Doch wer in Larimer stoppt, den erwarten zahlreiche Skurrilitäten und einzigartige Persönlichkeiten. Das Ungewöhnliche ist ganz normal in Larimer. Bereits bevor Larimer weltweit bekannt geworden ist, sind Journalistinnen und Autoren in das bizarre Dorf gereist, um einen Einblick in eine Welt zu bekommen, in der jeder jeden kennt und in der die Nachbarschaftsfäden bis ans Äußerste getrieben werden. Einige der Einheimischen ignorieren sich seit Jahren. Andere sind seit jeher miteinander verfeindet und tragen ihre lautstarken Beschimpfungen mitten in der Öffentlichkeit aus. Zwischen den beiden einzigen Läden im Dorf, der Pink Panther Bar mit dem Larimer Hotel und Friends Tea House, einem Café, in dem Pasteten serviert werden, herrscht seit Jahrzehnten eine erbitterte Rivalität aufgrund von gestohlenen Rezepten. Manche der Streitigkeiten sind so feindselig, dass schon mal ein totes Wallaby im Vorgarten eines Nachbarn gelandet ist und der Pfau eines Bewohners an das Krokodil, das in Larimer gehalten wird, verfüttert wurde. Das Pink Panther ist mehr als nur eine Bar im kleinen Dorf. Es ist der Treffpunkt in Larimer.
Hier kommen täglich alle aus dem Dorf zusammen, sei es zum Bier trinken oder weil in der Pink Panther Bar auch die örtliche Poststation ist. Es ist das Zentrum des Klatsch und Tratsches und der Ort, an dem die eine oder andere Streitigkeit ausgetragen wird. Ganz in rosa gestrichen mit einem riesigen pinkfarbenen Panther im Vorgarten ist die Bar mit Hotel auch ein Gemeinschaftsprojekt. Fast alle packen an zum Putzen oder helfen aus. Als Touristenattraktion hat sich der Betreiber Barry Sharp vor Jahren bereits eine ganz besondere Geschäftsidee einfallen lassen. Um Durchreisende in die Bar und das Hotel zu locken, hat er einen Mini-Zoo in den Garten gebaut. Hier gibt es Papageien, Kakadus, Schlangen und die Hauptattraktion, das Krokodil Sneaky Sam, das Unmengen an Fleisch verschlingen kann. Manche in Larimar sind sich allerdings sicher, dass jemand ganz anderes die Berühmtheit des Dorfes ist. Der Mann, der jeden Tag im Pink Panther sitzt, immer seine genau 8 Bier trinkt und jeden, der die Bar betritt, fröhlich begrüßt und mit skurrilen Geschichten unterhält. Paddy Moriarty. Paddy. Yeah, I'm Paddy, yeah, from Ireland. How long have you been here? Oh, I've been here 8 years. Paddy Moriarty kommt als Jugendlicher aus Irland nach Australien und arbeitet im Norden des Landes im Outback als Ranch-Arbeiter, bevor er sich in Larimar niederlässt. Paddy ist ein Gewohnheitstier und für den 70-Jährigen läuft jeder Tag gleich ab. Jeden Morgen geht er mit seiner Hündin Kelly Gassi an der Müllkippe hinter seinem Haus. Kelly lebt seit knapp einem Jahr bei Paddy, nachdem sein vorheriger Hund Rover gestorben ist. Nach der Gassi-Runde steigt er mit Kelly auf sein Quad und fährt zum Pink Panther. Paddy lebt in einer alten Tankstelle am Ende von Larimar. Auf seiner 2-minütigen Fahrtstrecke passiert er jedes Haus des Dorfes und bekommt jede Neuigkeit mit. Er erfährt von den Streitereien unter der Nachbarschaft, kommt mit den Menschen ins Gespräch oder zettelt selbst einen neuen Streit an. Viele beschreiben Paddy als sehr fröhlichen und im Dorf beliebten Bewohner. Doch auch er hat seine Feten. Er kann zänkisch sein und manche betiteln ihn als Stinkstiefel. Doch wirklich ungewöhnlich ist das für Larimar nicht. Jeder hat ständig mit jedem Streit, bevor man sich am nächsten Tag in der Bar mit einem Bier wieder verträgt. Jeden Morgen kommt Perry Moriarty ins Pink Panther und hilft aus. Er putzt die Toiletten und mäht den Rasen, bevor er sich auf den Barhocker setzt, das erste seiner 8 Biere am Tag trinkt und sich mit Karen Rayner unterhält. Karen ist die Kellnerin des Pink Panthers. Sie und ihr Mann Mark sind erst vor kurzem nach Larimar gezogen und sie ist mit Ende 40 die jüngste Bewohnerin des Dorfes. Karen, ihr Mann Mark und ihr Chef Barry Sharp sind eng mit Paddy befreundet. Sie beschreiben den 70-Jährigen als höflichen und fröhlichen Menschen. Karen erzählt in einem Interview: Ich möchte, dass die Leute wissen, dass er ein guter Kerl war. Er war der Typ Mensch, von dem man nicht glauben würde, dass er einen Feind auf der Welt hätte. Im Pink Panther schauen Karen und Paddy oft zusammen Kochsendungen oder er unterhält sich mit den wenigen Durchreisenden, die es an diesen abgelegenen Ort verschlägt, bevor er gegen Abend zusammen mit seiner Hündin den Heimweg antritt und sich am nächsten Tag alles wiederholt. Über alles, was Paddy beschäftigt, weiß Karen Bescheid und sie beschreibt den 70-Jährigen als äußerst pedantisch. Er ist immer pünktlich, sein Tagesablauf wird nie verändert. Jede seiner Rechnung wird pünktlich bezahlt. Und Paddy informiert sie sogar Monate im Voraus, wenn er mal wegfahren muss, um Besorgungen zu erledigen. Umso besorgter ist Karen, als Paddy Moriarty an einem Morgen plötzlich nicht im Pink Panther auftaucht. Wie vom Erdboden verschluckt. Der 16. Dezember 2017, ein Samstag, läuft für Paddy Moriarty ab wie jeder andere Tag.
Er fährt morgens in die Kneipe und packt mit an, bevor sich an die Bar zu Karen setzt, mit den Menschen ins Gespräch kommt und Bier trinkt. Eine Touristenfamilie hat es an diesem schwülen Sommertag nach Larimar verschlagen. Eines ihrer Kinder spielt mit Paddys Sohnin Kelly und zum Dank schenkt die Mutter Paddy ein Grillhähnchen. An diesem Abend wirkt Paddy auf die Anwesenden betrunkener als sonst, als er sich nach seinem achten Bier verabschiedet und zusammen mit seiner Hündin aufs Quad steigt. Barry ruft ihm noch zu, dass er morgen an sein Rasenmäher denken soll, den er sich ausleihen will, bevor er den 70-Jährigen mit den Worten »Bis morgen« verabschiedet. Es wird das letzte Mal sein, dass Paddy Moriarty gesehen wird. Der nächste Tag ist ein Sonntag. Der einzige Tag, der im Leben von Paddy anders verläuft, denn sonntags ist Kirche. Zumindest das, was die Menschen in Larimar darunter verstehen. Im kleinen Dorf gibt es keine Kirche. Und als sie damals ins australische Outback gezogen sind, gab es noch nicht mal einen Fernsehanschluss. Deshalb hat Barry seit Jahren eine Tradition zum Sonntag. Jede Woche treffen er und Paddy sich bei Barry zu Hause, in der Kirche, und trinken Bier. Mittlerweile gibt es Fernsehen in Larimar. Den Gottesdienst sehen sie sich trotzdem nicht an, sondern stattdessen die Sendung Landline, in der es um landwirtschaftliche Themen geht. Doch an diesem Sonntag, dem 17. Dezember 2017, taucht Paddy Moriarty nicht zum wöchentlichen Kirchgang auf. Äußerst ungewöhnlich für Paddy, der sonst, wenn er mal einen Termin nicht einhalten kann, Monate vorher absagt. Außerdem hat er Barry noch am Abend zuvor versprochen, sein Rasenmäher mitzubringen. Auch Barry kommt seiner Abwesenheit seltsam vor. Gedanken darüber, dass etwas passiert sein könnte, macht er sich allerdings nicht. Am nächsten Tag taucht Paddy auch nicht im Pink Panther auf, weshalb Barry zu ihm nach Hause fährt, um nachzusehen, was los ist. Die Vordertür ist verschlossen, die Hintertür steht allerdings immer offen, durch die er in Paddys Haus gelangt und ein seltsames Bild vorfindet. Paddy und seine Hündin sind nicht zu Hause. Aber alles wirkt so, als sei der 70-Jährige nur mal kurz für eine Gassi-Runde vor die Tür gegangen. Seine Wäsche weht im Vorgarten im Wind. In der Einfahrt sind sein Quad und sein Auto. Drinnen steht noch das Essen auf dem Tisch, das er sich am Samstagabend machen wollte. Die Klöße liegen auf dem Teller und das Grillhähnchen, welches er von der Touristenfamilie geschenkt bekommen hatte, steht noch in der Mikrowelle. Außerdem liegen im Haus seine Lesebrille, die er immer mitnimmt, seine Brieftasche sowie sein Hut, ohne den er nie das Haus verlässt, weil ihm seine Halbglatze peinlich ist. Obwohl Barry Sharp das Szenario im Haus merkwürdig vorkommt, sagt er erst am nächsten Tag Karen und ihrem Mann Mark Bescheid, dass er Paddy seit Samstag nicht mehr gesehen hat und nicht weiß, wo er ist. Karen ist im Gegensatz zu Barry nicht so entspannt, als sie die Nachricht hört, dass Paddy verschwunden ist. Sie ist besorgt und vor allem entsetzt darüber, dass Barry seit 3 Tagen über Paddys Verschwinden Bescheid weiß, ohne ihn gesucht zu haben, ohne jemand anderem Bescheid zu geben und ohne die Polizei informiert zu haben. Karen, ihr Mann und Barry suchen zunächst die Gegend ab. Wurde Paddy auf seinem Heimweg vielleicht von einer Schlange gebissen? Hat er draußen beim Gassigehen einen Herzinfarkt bekommen? Oder ist er irgendwo verunglückt und liegt nun seit Tagen schwer verletzt im Outback? Doch sie finden nichts. Er kann nicht mit seinem Auto oder seinem Quad weggefahren sein, die immer noch in seiner Einfahrt stehen. Aber gleichzeitig ist er nirgendwo aufzufinden. Paddy Moriarty und seine Hündin scheinen wie vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Ein Dorf voller Verdächtiger. Dass Paddy verschwunden ist, verbreitet sich in der kleinen Nachbarschaft wie ein Lauffeuer. Spätestens als die Polizei, die aus dem 75 Kilometer entfernten Mataranka anrückt, jeden Winkel in Larimar absucht, weiß jeder im Ort, dass ihre persönliche Idylle, die sie in dem winzigen Dorf gefunden haben, zu Ende ist. Larimar überschattet nun ein Rätsel.
Ein Vermisstenfall, den die Polizei schnell als Verbrechen einstuft und in dem jeder verdächtig sein könnte. Über mehrere Tage suchen Einsatzkräfte zu Fuß und per Helikopter die karge, heiße Umgebung rund um Larimar ab. Taucher sind in Seen unterwegs, die Müllkippe an Paddys Haus wird abgesucht, sowie sämtliche Höhlen in der Umgebung. Nirgendwo sind Paddy und sein Hund zu finden oder ein Hinweis darauf, warum sie am Samstagabend das Haus nochmal verlassen haben und wo sie langgegangen sein könnten. Doch es sind nicht nur die scheinbar fehlenden Hinweise zum Verbleib von Perry Moriarty, die die Arbeit der Polizei erschweren. Kaum jemand in Larimar will mit dem Ermittlungsteam sprechen oder beteiligt sich an den Suchmaßnahmen. Kaum jemand kooperiert mit der Polizei. Sie wirken misstrauisch gegenüber den Einsatzkräften. Und es wirkt so, dass, wenn das Ehepaar Rayner nicht die Polizei informiert hätte, alles in Larimar ganz normal weiterverlaufen wäre, nur mit 10 statt eigentlich 11 Menschen. In ihrer Vernehmung zeigt sich das Ehepaar Rayners erbost darüber, dass Barry erst nach Tagen Bescheid gegeben hat, dass Paddy verschwunden ist und nicht auf die Idee gekommen ist, die Polizei anzuschalten. Was, wenn vielleicht Barry selbst hinter dem Verschwinden steckt? Was, wenn er die Zeit genutzt hat, um Paddy und seine Hündin für immer verschwinden zu lassen, im Maul von Sneaky Sam? Schnell verwirft das Ermittlungsteam allerdings diese Annahme. Barry und Paddy waren beste Freunde und er hätte kein Motiv gehabt. Aber was, wenn ein anderer Mann, der ebenso Zugang zum Krokodil hat, hinter dem mutmaßlichen Mord steckt? Richard Simpson arbeitet als Barkeeper am Pink Panther. Sein bester Kunde ist er selbst. Und Barry muss ihn oft schon mittags nach Hause schicken, weil er zu betrunken ist. Einige aus Larimar deuten in ihren Befragungen an, dass Richard eifersüchtig auf Paddy gewesen sei, der immer beliebt bei den Gästen war und den Barry für seine Bar mehr schätzte als Richard. Außerdem lagen die beiden Männer schon oft im Streit. Grund waren die Hunde von Richard, die Kelly verängstigten. Könnte er vielleicht im Alkoholrausch ausgerastet sein und Paddy und seine Hündin auf dem Nachhauseweg überrascht und dem Krokodil zum Fraß vorgeworfen haben? Richard Simpson bestreitet jegliche Beteiligung an einem möglichen Verbrechen. Und auch im Krokodilkäfig finden die Ermittlerinnen keine menschlichen Überreste. Doch Richard ist nicht der einzige Mensch, mit dem Paddy im Clinch liegt. Je mehr Menschen sie in Larimar befragen, desto tiefer taucht die Polizei in eine Welt voller Intrigen, Streit und Boshaftigkeiten ein. Ein Ort, an dem sich auf den ersten Blick jeder miteinander versteht, und in dem auf den zweiten Blick scheinbar jeder mit jedem verfeindet ist. Die Polizei hört Geschichten über Brandstiftungen, tätliche Angriffe und Schikanen. Ein Büffel, der als Haustier gehalten wurde, wurde hinterrücks erschossen und verspeist. Sowie der Pfau, der Sneaky Sam als Racheakt zum Fraß vorgeworfen wurde. In viele dieser Geschichten war auch Paddy Moriarty verwickelt. Doch nichts davon scheint die jahrelange Fehde zu übertreffen, die er mit einer Anwohnerin in Larimar führt. Fran Hodgetts, seine Nachbarin und Besitzerin von Fran's Tea House. Paddys erbitterte Feindin. Verfeindet. Paddy und Fran sind direkte Nachbarn. Ihre Häuser liegen sich gegenüber an der Hauptverkehrsstraße und bis zum Jahr 2006 haben Paddy und Fran eigentlich ein gutes Zusammenleben gepflegt. Doch dann kippt die Stimmung zwischen den beiden. Paddy regt sich darüber auf, dass Fran immer mehr Schilder vor ihrem Café aufstellt, die durchfahrende Kundschaft anlocken sollen und dass ihre Gäste auf seinem Grundstück parken. Fran unterstellt hingegen Paddy, dass er einen Teil ihres Grundstücks gestohlen hätte. Ein Mitarbeiter berichtet der Polizei, dass Fran zu dieser Zeit immer wieder über Paddy gewettert habe. Oft seien auch die Worte gefallen, eines Tages werde ich Paddy töten. Noch schlimmer wird der Streit der beiden, als Barry Sharp anfängt, Pasteten im Pink Panther anzubieten.
Fran sieht es als direkten Angriff gegen sich selbst und ihr Teehaus. Und um ihren Zorn auf die Spitze zu treiben, stellt Paddy selbst ein Schild auf seinem Grundstück auf. Die besten Pasteten gibt's im Pink Panther im Larimar Hotel. Bis zum Jahr 2016 haben sich die Fronten zwischen Fran und Paddy verhärtet und die Kaffeebesitzerin hat ihren Nachbarn bereits mehrfach angezeigt. Ständig werfen sie sich mittlerweile gegenseitig die am Highway überfahrenen Kängurus in die Vorgärten. Nur wenige Tage vor Paddys Verschwinden hat Fran den 70-Jährigen beschuldigt, ihr ein totes Känguru vor das Schlafzimmerfenster gelegt zu haben. Im Oktober 2016, 2 Monate vor dem rätselhaften Verschwinden, erscheint Fran Hodges mit einem ganzen Katalog an Anschuldigungen gegen ihren Nachbarn vor Gericht. Er habe Dinge in ihrem Haus beschädigt, Öl in ihren Garten gekippt, teure Palmen vergiftet und ihre Überwachungskamera zerstört. Das Gericht schmettert ihre Klage jedoch wegen Mangel an Beweisen ab. Für Fran ein Grund mehr, ihre Nachbarn noch mehr zu hassen, woraus sie kein Geheimnis macht. Könnte also Fran hinter dem Verschwinden von Paddy stecken? Hat sie nach einem Jahrzehnt der Feindseligkeit ihn und seine Hündin getötet? Denn auch Fran hätte eine Möglichkeit, ohne Probleme jemanden verschwinden zu lassen. In den großen Öfen im Teehaus, die sie für ihre Pasteten benötigt. Doch Fran Hodges leidet unter Arthritis. Sie hätte nicht einmal Kelly töten können, geschweige denn einen Mann. Doch was, wenn sie Hilfe hatte? In den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt deshalb auch Frans Ex-Lebensgefährte Bill Hodges. Auch wenn er noch gebrechlicher ist als Fran und ihr nicht bei der Beseitigung eines toten Mannes und Hundes geholfen haben kann, könnte er trotzdem mehr wissen. Bill und Paddy sind seit Jahrzehnten befreundet. Seit der Fehde zwischen Paddy und Fran hat aber auch ihre Freundschaft gelitten. Doch seitdem Fran ihren Ex rausgeschmissen hat und er nun in einem Trailer in Larimar leben muss, hat sich das Blatt wieder gewendet und Paddy und Bill verbringen wieder mehr Zeit miteinander. Fran unterstellt deshalb ihrem Ex sogar, dass dieser Paddy geholfen habe, sie zu drangsalieren. Dass Bill Hodges allerdings seiner Ex-Frau geholfen haben soll, ihren Feind zu töten, davon geht die Polizei nicht aus. Doch was ist mit dem Mann, der ebenfalls auf Frans Gelände lebt? Der täglich die Streitereien der beiden ertragen muss und der einzige Mensch in Larimar ist, den niemand so recht kennt. Der einzige Verdächtige? Owen Lurie lebt noch nicht lange in Larimar. Eine Stellenanzeige von Fran in der Zeitung, die einen Gärtner gesucht hat, hat ihn ins abgelegene Dorf gebracht. Früher ist er als Kirmesboxer durchs Land gezogen. Mittlerweile ist er über 70 und leidet an Osteoporose. Er ist in Geldnot, als er die Zeitungsannonce von Fran sieht und braucht dringend den Job, auch wenn ihm seine neue Chefin befremdlich vorkommt. Noch beim Bewerbungsgespräch erzählt sie ihm von den täglichen Streitereien mit ihrem Nachbarn und bittet Owen, auf ihrem Grundstück einzuziehen, um sie zu beschützen. In Larimar, einem winzigen Dorf, in dem jeder sich kennt und jeder mit jedem seinen Nachbarschaftsfäden austrägt, lebt Owen Lurie vollkommen zurückgezogen. Er geht nicht ins Pink Panther. Mit Fran verbringt er nur wenig und widerwillig Zeit. Er redet kaum mit den Menschen im Ort und er hat kein Interesse am Konflikt zwischen Fran und Paddy. Zumindest bis zu dem Tag, an dem er neue Bäume in ihrem Garten pflanzt. Und Fran vermutet sofort, dass Paddy sie vergiften wird. Owen antwortet darauf, dann wird Larimar seinen ersten Mord in seiner Geschichte erleben. Eine unglücklich gewählte Aussage in Wut oder ein mörderisches Omen, was Paddy eines Tages widerfahren wird. Diese Frage stellt sich 6 Monate nach dem Verschwinden von Paddy Moriarty auch das Gericht. Nach hunderten Befragungen und keinem einzigen Hinweis, wo der Vermisste sein könnte, ordnet die Kriminalpolizei eine gerichtliche Untersuchung des Falls an. Es ist eine ungewöhnliche Vorgehensweise in einem Fall, in dem niemand weiß, was wirklich passiert sein kann. Doch die Behörden wissen nicht mehr weiter.
Sie wollen das Verschwinden aufklären und sind sich sicher, dass irgendjemand in Larimar mehr weiß und bis heute schweigt. Deshalb müssen nun fast alle aus dem Dorf vor Gericht unter Eid aussagen. Der Medienrummel vor dem Gerichtsgebäude ist riesig. Das rätselhafte Verschwinden und die skurrilen Fäden in Larimar sind mittlerweile in ganz Australien bekannt. Das Dorf ist zu einer morbiden Touristenattraktion geworden und in den Medien wird seit Monaten diskutiert, ob Paddy und Kelly nun dem Krokodil Sneaky Sam zum Fraß vorgeworfen oder doch in Friends Pasteten verarbeitet wurden. Alle Blicke sind während der Anhörung auf Fran Hodgetts gerichtet, die sich vor Gericht plötzlich medienscheu zeigt. Während die Ermittlungen noch liefen, hatte Fran allerdings nie ein Hehl daraus gemacht, wie sehr sie ihren verschwundenen Nachbarn verabscheut. Gegenüber dem australischen TV-Sender ABC sagt sie in einem Interview: »Ich habe keine Ahnung, wo er ist, doch ich bin nicht traurig, dass er fort ist.« Die Behörden erhoffen sich vor allem durch Fran Hodgetts Aussage neue Erkenntnisse. Oder vielleicht sogar ein Geständnis? Bei der Durchsuchung ihres Grundstückes hat die Polizei mehrere tausend Dollar gut versteckt im Gefrierschrank gefunden. Ist es nur die Paranoia einer Frau, die ihrem Nachbarn zutraut, ihr auch noch ihr Geld zu stehlen? Oder hat sie etwa ihr Erspartes versteckt, um einen Auftragsmord zu bezahlen? Vor Gericht betont Fran Hodgetts, die sichtlich nervös ist, immer wieder, dass sie nichts mit dem Verschwinden von Paddy Moriarty zu tun hat. Und sie macht eines klar. Eigentlich ist sie das Opfer in diesem vermissten Fall. Mein Ofen wurde genau untersucht, mein Abwassertank abgepumpt und mein Haus 3 oder 4 Mal erfolglos auf den Kopf gestellt. Niemand hat etwas finden können. Sie haben die Decke der Gefriertruhe in meinem Laden geöffnet und hineingeschaut. Wie soll ich mich da fühlen, bitteschön? Ich lüge nicht, ich bescheiße niemanden und ich bin durch die Hölle gegangen. In den letzten 6 Monaten hat man mich beschimpft, beschuldigt und erpresst. Auch Owen Lorry muss vor Gericht unter Eid aussagen und über die letzten Tage vor Paddys Verschwinden berichten. Der Barkeeper Richard Simpson hat nämlich in seiner Befragung ausgesagt, dass Owen nicht neutral dem Streit zwischen seiner Chefin und Paddy war, wie er selbst ausgesagt hat. Nur 3 Tage bevor Paddy das letzte Mal lebend gesehen wurde, hat sich Owen selbst eingemischt. Mehrere Leute haben mit angesehen, wie es zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden Männern gekommen ist, weil Paddys Hündin gebellt hat. Owen will sogar auf Paddy losgehen, aber Fran kann ihn noch zurückhalten. Den frühen Abend des 16. Dezember 2017 verbringt Owen Lorry vor seinem PC, bis eine Warnmeldung seines Antivirenprogramms aufploppt. Er soll eine Service-Hotline anrufen, die er mehrfach versucht, über Skype zu erreichen, aber nicht durchkommt. Er verlässt deshalb das Haus und will von der Telefonzelle aus anrufen. Zur selben Zeit, gegen 18.30 Uhr, setzt sich Paddy Moriarty vor dem Pink Panther auf sein Quad und fährt die 2-minütige Strecke nach Hause. Um 18.30 Uhr und 18.31 Uhr gehen die Anrufe von Owen bei der Service-Hotline ein. Getätigt an der einzigen Telefonzelle im Dorf. Sie steht vor Paddys Grundstück. Ob Owen wirklich nur wieder ins Haus zurückgekehrt ist, wie er sagt, oder ob er einen tödlichen Plan gefasst hat und Paddy überraschte, als dieser gerade begonnen hat, sein Abendessen vorzubereiten, weiß bis heute niemand. Weder in Owens Auto noch in seinem Apartment auf Frans Grundstück finden sie Hinweise zum Verbleib von Paddy und Kelly. Nach der Anhörung vor Gericht lässt das Ermittlungsteam trotzdem nicht locker. Auch wenn sie nicht das erhoffte Geständnis oder eine belastende Aussage von jemandem aus Larimar erhalten haben, wollen sie das Rätsel im Outback aufklären. Die australische Polizei hat eine Rekordsumme von 250.000 Dollar für Hinweise zum Verbleib von Paddy Moriarty ausgelobt und immer wieder dringen Indizien an die Öffentlichkeit, die Fran und Owen zu Verdächtigen machen. Es gibt Gerüchte darüber, dass Fran jemanden 10.000 Dollar für einen Auftragsmord angeboten hat und sie selbst sagt aus, dass Owen merkwürdig reagiert hat, als die Polizei nach dem Verschwinden von Paddy im Dorf aufgetaucht ist. Als sie nach dem Verschwundenen gesucht haben, soll Owen zu ihr gesagt haben: »Ich dachte schon, die seien wegen mir gekommen.«
2022 scheint es zunächst eine neue Wendung im Fall zu geben. Owen Lowry muss erneut vor Gericht, denn es sind belastende Audioaufnahmen ans Licht gekommen. Während die Polizei nach dem Verschwinden das Grundstück von Fran und Owen durchsucht hat, haben sie im Apartment von Owen eine Wanze versteckt. Mittlerweile sind sämtliche Aufnahmen ausgewertet und vor allem ein anscheinendes Selbstgespräch hat das Ermittlungsteam aufhören lassen. Die Aufnahme ist schwer verständlich, doch man hört einen älteren Mann vor sich hin murmeln und singen: Scheiß Idioten, erzähl ihnen, was ich getan habe. Erzähl ihnen, wie ich dich mit einem scheiß Hammer erschlagen habe. Ich habe Old Paddy getötet, ich habe ihn verdammt nochmal getötet, ihm auf den Kopf geschlagen und umgebracht, verprügelt. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass sie Owen Lowry auf den Aufnahmen hören. Doch dieser dementiert das vor Gericht. Er ist es nicht, der auf den Aufnahmen zu hören ist, und er wisse auch nicht, von wem stattdessen diese Aufnahme aus seinem Apartment stammt. Seit dieser Aussage macht Owen Lowry von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Er schweigt zu sämtlichen Vorwürfen. Eine Theorie, die die Polizei bis heute ausschließt, ist, dass Paddy und seine Hündin verunglückt sind. Und das, obwohl in Australien alle 3 Stunden ein Mensch verschwindet. Vor allem im Outback, wo man schnell dehydrieren und in der heißen und weiten Landschaft sterben kann. Paddy hat fast sein gesamtes Leben im Outback verbracht. Er kannte sich in der Gegend aus. Und selbst wenn er von einem Tier gebissen worden wäre, wäre Kelly nicht auch wie vom Erdboden verschluckt. Doch Menschen verschwinden in Australien nicht nur durch Unglücke. Auf der Hauptstraße, die durch Larimar führt, sind bereits viele Backpacker entführt und ermordet worden. Und die Ureinwohner fürchten diesen Ort, weil er angeblich verflucht sei. Die Polizei ist hingegen überzeugt, dass die Lösung des Rätsels in Larimar steckt. Ein winziger Ort, in dem es so viele Spannungen gibt und in dem sich jeder gegenseitig verdächtigt. Bis heute hofft die Polizei, Antworten auf die vielen Fragen zu finden. Doch sie wissen auch, dass die Zeit gegen sie läuft. Bill Hodgetts und Barry Sharp sind mittlerweile tot. Falls sie mehr gewusst haben, haben sie ihr Wissen für immer mit ins Grab genommen. Aussterben wird Larimar aber anscheinend trotzdem nicht. Eine neue junge Familie ist ins kleine Dorf gezogen, die sich nicht haben abschrecken lassen von den Geschichten von Larimar, die mittlerweile jeder in Australien kennt. Fran Hodgetts lebt immer noch im Dorf und leidet laut eigener Aussage schwer unter den Anfeindungen von Schaulustigen, die nach Larimar kommen. Einige ihrer Nachbarn hingegen sagen, dass Fran die ganze Aufmerksamkeit genießen würde. Sie sei regelrecht stolz darauf, inzwischen Protagonistin einer Podcast-Serie und mehrerer Dokumentationen zu sein, die es mittlerweile über das seltsame Verschwinden von Perry Moriarty gibt. Die Ermittlungsbehörden hoffen indes immer noch, dass jemand in Larimar doch noch das Schweigen brechen wird. Sie sind immer noch überzeugt, dass die Antwort des Rätsels im Dorf selbst zu finden ist. Mindestens eine Person weiß, was sich am Abend des 16. Dezember 2017 wirklich abgespielt hat und was Paddy Moriarty und Kelly zugestoßen ist.